meistern wir die Welt. Hallo meine lieben Weltmeister und herzlich willkommen zum Thriving Thursday. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben ja diese Woche schon einiges gelernt über die Arktis und haben uns auch schon ordentlich vorbereitet für die Nordpol-Expedition, die ja auch eine ganz spezielle werden wird. Aber auf rutschigem Untergrund braucht man einfach ganz viel Stabilität. Deshalb lasst uns doch heute noch ein letztes Training für unsere Stabilität machen, damit wir auch auf dem rutschigen Boden in der Arktis nicht einfach so ausrutschen. Also meine Weltmeister, jetzt wird trainiert. Herzsprung! Dann lasst uns doch gleich mal beginnen. Ja, heute steht auch wieder Tolles auf dem Programm und das wird uns alles vorbereiten für unsere morgige Nordpol-Expedition. Also, lasst uns erstmal loslegen mit dem Paddeln, denn wer weiß, vielleicht bricht mal das Eis und wir fallen ins Wasser und dann müssen wir ganz schön schnell paddeln. Also, Arme nach vorne und auch die Beine zur Seite und dann paddeln wir los mit Armen und Beinen. Und auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Die Arme schön nach vorne nehmen und immer schön paddeln. Könnt so richtige Ruderbewegungen machen mit den Armen. Als ob ihr schwimmen würdet. Das ist schon mal die Trockenübung für morgen. Denn auch im Wasser gibt es ja schon einige interessante Meerestiere, die die Kälte lieben und die wir schon kennengelernt haben. So, das war's jetzt mit dem Paddeln. Lasst uns jetzt eine neue Übung machen und zwar die Krabbe. Und die geht so, dass wir uns abstützen. Die Hände sind hinten, die Beine vorne und dann gehen wir langsam hoch und runter. Und lasst uns jetzt wieder loslegen. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Nie richtig ablegen, sondern nur ganz leicht den Boden antippen und dann wieder schön hochdrücken. Und stopp. Sehr gut. Jetzt machen wir Liegestütze und zwar drehen wir uns dann beim nach oben gehen nach oben und nehmen den Arm schön weit nach oben. Und auch diese Übung ist sehr gut, denn wer weiß, wo wir uns mal aus dem Eis oder beziehungsweise aus dem Wasser ziehen müssen. Und ja, da hilft uns diese Übung definitiv dabei. Also lasst sie uns jetzt machen. Ich mache es einmal vor. Also wir machen erst die Liegestütze und dann drücken wir uns hoch und ein Arm geht, wie gesagt, nach oben. Ihr seht ihn nicht mehr, aber der ist ganz weit oben. Und dann geht es mit der anderen Seite genauso weiter. Und los geht's. Und stopp. Sehr gut. Die Übung ist auf jeden Fall nicht so ganz leicht. Wer das noch nicht schafft, kann ganz normale Liegestützen machen. Oder ihr könnt auch in den Seitenstütz gehen und euch aufrollen und eindrehen. Je nachdem, was euch lieber ist. So, und jetzt machen wir noch den einfüßigen Bergsteiger. Da ist es wichtig, dass wir das üben, damit wir auf jedem Untergrund schön Stabilität und Halt haben. Also gehen wir erstmal in die Position und dann nehmen wir einen Fuß langsam nach vorne und nach hinten und pendeln den langsam nach vorne und nach hinten. Aber achtet darauf, dass ihr beim nach oben gehen das nicht überstreckt, also euren Rücken nicht überstreckt, sondern nur bis zur Waagrechte geht. Dass ihr eine Linie mit dem Bein und dem Körper bildet. Sehr gut. Und jetzt wechseln wir die Seite
Und dann haben wir auch schon den ersten Durchgang geschafft. Und los! Und stopp. Sehr gut. Das war doch auch auf jeden Fall ein bisschen anstrengend für euch, oder? Aber es ist ja auch schließlich das letzte richtige Training diese Woche bei uns und wir müssen uns ja auf unsere Nordpol-Expedition vorbereiten. Herzsprung! Wir haben diese Woche ja schon einige Tiere kennengelernt und ja, ein paar davon leben hier an Land, wieder andere im Wasser, aber da fehlt doch noch was. Richtig, die Tiere aus der Luft. Und da gibt es nämlich auch einige Bewohner in der Arktis, die eben fliegen können, aber die wenigsten sind wirklich dauerhaft da zu Gast. Es gibt welche, die zum Beispiel nur da sind für die Brutsaison. Andere wiederum ziehen dann weiter, wenn es so richtig eisig wird, in dem Winter. Und eines dieser Tiere ist nämlich die Schneeeule. Die geht dann nämlich im eisigen Winter woanders auf die Suche. Und wie die Schneeeule aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, also wie gesagt, die Schneeeule zieht nur im Winter davon. Und ansonsten hält die Schneeeule ziemlich viel aus, was ja ungemütliches Wetter angeht und eisige Temperaturen. Und ja, sie kann sogar stundenlang bewegungslos an einem Ort ausharren. Da sitzt sie dann zum Beispiel auf Steinen oder auf Hügeln und hält Ausschau nach Beute. Und ja, ist wirklich eben fähig in dieser eisigen Kälte da auch zu überleben und auch stundenlang gar nichts zu tun. Bei uns das nicht so geht, müssen wir uns aber bewegen und deshalb lasst uns gleich weitermachen mit der zweiten Runde. Lasst uns jetzt mit dem Paddeln loslegen. Macht euch bereit und dann geht's los. Denn wir müssen uns bewegen, sonst frieren wir fest. Also paddelt euch warm. Die Arme gehen immer nach vorne und nach hinten. Und stopp. So. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Übung. Und das ist die Krabbe. Also macht euch bereit. Und los geht's. Drückt euch so weit nach oben ihr könnt und dann, wie gesagt, nur leicht den Boden berühren und wieder hochdrücken. Und stopp. Sehr gut. Und jetzt machen wir wieder die Liegestütze. Geht in die Position und dann geht's los. Sehr gut. Auch das haben wir geschafft. Puh, ganz schön anstrengend, so eine Vorbereitung auf eine Polarexpedition. Aber das ist eben notwendig, um fit genug zu sein. Jetzt nach einer kurzen Pause können wir dann auch weitermachen mit der nächsten Übung. Herzsprung! Und jetzt machen wir weiter mit dem Bergsteiger, dem einseitigen. Also geht in die Position und dann geht's los. Der Kopf schaut schön nach unten.
Dann immer schön anziehen und ausstrecken. Anziehen und ausstrecken. Und Seitenwechsel. Stopp. Sehr gut. So, auch die Runde Nummer 2 haben wir geschafft. Und dann habe ich natürlich auch wieder ein paar neue Infos für euch. Herzsprung! In der Antarktis gibt es aber auch den Krabbentaucher. Das ist ein kleiner schwarzer Vogel mit weißem Bauch, der es ziemlich drauf hat. Nämlich dieser Krabbentaucher, der kann bis zu 30 Meter tief tauchen. Also stellt euch das mal vor, das ist ziemlich viel. Und ja, dieser Vogel taucht dann eben schön ab und jagt dann Fische von unten nach oben. Und ja, irgendwann kann der Fisch natürlich nicht mehr ausweichen und dann landet er ja doch oft auch im Maul des hungrigen Krabbentauchers. Es ist ja auch schon sehr sonderbar, wenn ein so ein Vogel von unten aus dem Wasser her jagt. Darauf sind die wenigsten Fische vorbereitet. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, denn auch wenn wir die Krabbenübung heute machen, ja, sind wir doch eine viel zu große Beute für den Krabbentaucher. Apropos Training, lasst uns jetzt mal weitermachen und dann zeige ich euch auch noch eine Spezialform der Krabbenübung. Also, jetzt wird aber erstmal gepaddelt und dann lasst uns loslegen, findet eure Position und los geht's. Und immer schön paddeln. Und stopp. So, ich habe euch ja gerade eben schon die Variation der Krabbenübung angekündigt. Ihr seid bestimmt schon gespannt, wie die aussieht. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Da gehen wir auch wieder in diese Sitzposition, drücken uns hoch, gehen runter und beim Hochgehen drücken wir uns nach oben und berühren immer gegengleich einen Fuß und einen Arm, gehen wieder runter und machen das gleiche auf der anderen Seite. Ihr seht schon, das ist gar nicht so leicht und da gehört ein bisschen Koordinationsfähigkeit dazu. Aber wer es auf Anhieb nicht schafft, kann ja auch ein bisschen dran knobeln und trainieren, bis er das hinkriegt. Also lasst uns jetzt weitermachen. Probiert euch an der neuen Variation und übt entweder diese oder geht zurück zur Anfangsvariation, je nachdem, was euch lieber ist. Und los geht's! Und stopp. So, sehr gut. Auch die Krabbe haben wir geschafft. Jetzt können wir nochmal übergehen zu den Liegestützen. Findet eure Position. Und dann geht's los. Und los. Stopp. Sehr gut. Auch das haben wir geschafft. Bleiben wir gleich mit dem Bauch am Boden und drücken uns hoch, drücken den Körper nach oben, der Bauch bleibt am Boden und dann geht's los mit der nächsten Übung. Der einbeinige Bergsteiger. Und los geht's.
Seitenwechsel. Stopp. So, sehr gut. Auch dieses Training habt ihr wohl gemeistert. Lasst uns jetzt direkt weitermachen im Programm. Herzsprung! So, das war doch jetzt noch ein tolles letztes Abschlusstraining vor unserer großen Expedition morgen zum Nordpol. Aber ich glaube, bevor wir wirklich bereit sind, morgen diese Expedition anzugehen, gibt es noch eine Lektion aus der Arktis, die wir unbedingt lernen sollten. Die Arktis ist ja wirklich ein schwieriger Ort, um dort zu leben und zu bestehen. Aber die Tiere der Arktis zeigen uns, dass es doch möglich ist, auch in solch einer Umgebung gut zu überleben. Nehmen wir zum Beispiel mal den Krabbentaucher. Der spielt seine Stärken nicht nur in der Luft aus, sondern auch unter Wasser und schafft es so, eben auch in diesen schwierigen Bedingungen gut zurechtzukommen. Und daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Wir sollten auch häufiger schauen, wie wir aus unserer Komfortzone rauskommen, sodass wir dann eben auch wachsen können, unsere Eigenschaften auch in einem neuen Umfeld testen können und dann können wir einfach schauen, wohin wir damit kommen können. Und ich denke, es wird euch zeigen, dass ihr ja viel mehr könnt, als ihr denkt. Denn jeder von uns hat Stärken und Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns auch außerhalb unseres gewohnten Umfelds stark machen und weiterbringen. Deshalb lautet auch die Tagesaufgabe: Probiert doch heute mal etwas aus, was ihr noch nicht so gut könnt und schaut mal, ob ihr nicht Fähigkeiten habt, die euch dabei helfen können, ja, diese Aufgabe dann trotzdem zu meistern. So, und dann gibt's ja auch noch heute unser Quiz des Tages. Ihr habt ja schon einiges über die Arktis gehört, die ja im Norden liegt und da dieses große Eis- und Schneegebiet darstellt, das ewige Eis. Aber es gibt ja auch noch den Südpol. Und deshalb lautet die Tagesfrage heute: Wie wird denn das Gebiet rund um den Südpol genannt? Wisst ihr es? Wenn ja, dann schreibt's in die Kommentare oder schickt eine Mail. Und wenn nicht, gibt's die Auflösung auch morgen bei unserer Expedition. So, und jetzt kommt die Abschluss-Challenge und das ist heute nämlich die Schneeeulen-Challenge. Und wir haben ja heute schon viel über die Schneeeulen gelernt, aber worüber ich noch gar nicht so viel gesprochen habe, war nämlich darüber, ja, wie sie jagen und ihre Beute sozusagen im Blick haben. Denn Schneeeulen sind wahre Meister darin im Nichtstun. Sie sitzen stundenlang auf einer Schneehöhe, auf einem Hügel oder einem Stein und ja, schauen einfach, was passiert. Bewegen sich keinen Zentimeter und schauen einfach, bis sich irgendetwas bewegt. Probiert das doch heute mal aus. Am besten, ihr geht sogar noch in die Natur, da gibt es nämlich viel mehr zu beobachten als im eigenen Haus. Das ist ein bisschen langweilig, aber geht doch mal raus, setzt euch hin und seid ganz still und beobachtet einfach, was passiert. Vielleicht kommen ein paar Vögel raus, vielleicht seht ihr auch ein paar Insekten und Bienen und andere Käfer durch die Luft fliegen oder ja, vielleicht kommt ja auch mal eine Katze vorbei oder euer Hund. Also ihr seht schon, es gibt viel zu sehen, ihr müsst einfach euch nur mal die Zeit nehmen und ja, das Ganze auf euch wirken lassen und offen sein. Herzsprung! So, das war's allerdings schon wieder von heute. Morgen geht's dann weiter beim Fragen-Friday und da gibt's auch unsere Expedition zum Nordpol und das wird bestimmt auch wieder ganz schön spannend. Wenn ihr über die Wochen Fragen habt, die sich bei euch ergeben haben an mich oder über die Dinge, über die wir sprechen, dann stellt sie doch einfach morgen. Ich bin ja gerne bereit, sie euch zu beantworten. Ich freue mich auf morgen. Macht's gut, habt einen schönen Tag, seid eine Schneeeule und dann
Ja, würde ich sagen, macht's gut, ihr Weltmeister. Gemeinsam meistern wir die Welt. Herzsprung! Gemeinsam meistern wir die Welt.